Grüß euch, liebe Zuschauer. Servus, ein Video in eigener Sache für alle meine lieben Zuschauer und auch für alle, die neu hinzugekommen sind, die unseren Kanal oder hier muss man ja sagen, eher unsere Kanäle entdeckt haben. Eine Information, wo wir eigentlich überall vertreten sind und was wir hier alles veranstalten. Ja, also ich habe mir damals gedacht, ich will mich nicht von einer Plattform abhängig machen. Und wenn es dann irgendwie schwierig wird, dort YouTube natürlich als allererstes, dann stehe ich plötzlich irgendwie mit kurzen Hosen da. Und deswegen habe ich gedacht, okay, wir verbreitern uns einfach, wir senden parallel, wir veröffentlichen Videos auch parallel und sind auch auf Social Media auf mehreren Plattformen unterwegs. Für manchen mag das verwirrend sein, das kann ich verstehen, weil langsam blicke ich auch nicht mehr durch. Nehmt ernst. Wir gehen mal gleich rein in die Sache, damit wir euch hier nicht länger auf die Folter spannen. Ja, eine der wichtigsten Adressen ist digitaler-chronist.com. Hier bitteschön, da findet ihr wirklich alle Informationen und alle Videos und alles, was wir so auch neben Video- und Direktübertragungen veranstalten, mit Aktionen, mit Aktionen bzw. auch Zuschauertreffen und so weiter und so fort. Sind immer die aktuellsten Infos unzensiert und ohne irgendwelche Rücksichtnahme. Dann haben wir natürlich jetzt auf Videoveröffentlichung natürlich unseren Hauptkanal Digitaler Chronist. Dazu gibt es auf YouTube noch Digitaler Chronist TV, unser Boulevardmagazin, so nenne ich es mal. Und digitaler Donaldist-Netzwerk Geopolitik, der ist momentan ein bisschen, ja, nicht so intensiv bespielt, weil uns auch oder mir persönlich auch da irgendwo dann die Zeit ausgeht. Aber ganz wichtig und ich bin wahnsinnig froh, dass es das gibt, auch wenn YouTube mittlerweile wirklich großzügiger geworden ist und man hier mehr sagen darf, es bleibt trotzdem eine Zensurplattform, das darf man jetzt hier auch nicht schönreden. Da haben wir Odyssey. Odyssey.com. Wer jetzt sagt, wie soll ich mir das alles merken? Das kommt alles unten auch in die Beschreibung. Machen wir eine Liste für euch und dann könnt ihr euch da die Plattform auswählen, die für euch am besten ist oder die ihr am bequemsten oder am übersichtlichsten findet, wie auch immer. Das nächste ist unser Telegram-Kanal. Auch da die Adresse. Auch da auf Telegram und Telegram-Mediathek haben wir entsprechend alle Videos, die wir überhaupt veröffentlichen, ob jetzt auf YouTube oder nur auf zensurfreien Plattformen. Hier werden alle Videos in der DC Mediathek veröffentlicht. Auch da gibt es die Adresse dazu natürlich unten in der Beschreibung. Dazu haben wir auch die Hörbeiträge auf Telegram. Dazu komme ich aber noch. Wir bleiben weiter bei Videoveröffentlichung. Da haben wir BitChute, auch wenn das ein bisschen stiefmütterliches, ja, ein bisschen stiefmütterlich, wie soll ich sagen, wahrgenommen wird, das Netzwerk, die Plattform, bin ich doch froh, dass ich sie oder dass ich da drauf bin, weil auch da man wirklich ohne irgendwelche Zensur Befürchtungen Videos veröffentlichen kann. Das war gerade in den letzten 3 Jahren wirklich sehr hilfreich. Deswegen bin ich noch weiterhin drauf. Ja, halte das für nach wie vor ja, empfehlenswert oder zumindest für mich wert genug, dass wir hier weiter auch unsere Videos, die wir nicht auf YouTube veröffentlichen, hier veröffentlichen können. Genauso wie Rumble. Ja, Rumble sowohl Videos als auch Direktübertragungen. So wie Odyssey. Und da sind wir nämlich schon beim Thema Direktübertragungen. Es ist der nächste Block, sage ich mal. Und da fange ich wieder an. Natürlich YouTube, aber sehr eingeschränkt. Ja, auf unserem Digitaler Chronist TV-Kanal senden wir auch auf YouTube Direktübertragungen. Aber wie gesagt, aus Gründen, aber nicht nur wegen Zensurgründen, sondern auch wegen Musik kann man da nicht spielen und bestimmte Ausschnitte kann man nicht zeigen, wegen irgendwelchen Urheberrechtsgeschichten. Das geht auf den anderen Plattformen. Auch hier haben wir auf dem Hauptkanal Digitaler Chronist auf Telegram, dann jedes Mal, wenn wir eine Direktübertragung senden, wird die auch hier gesendet. Genauso wie auf Getter als Videostream, als Direktübertragungsportal. Ja, ja, hier ist da Claudius gerade live auf Getter. Und D-Live, unsere größte Direktübertragungsplattform, also mit den meisten Followern, über 22.000.
Das sind wir froh, dass wir die haben, die Plattform, oder dass wir da drauf sind. Dann Direktübertragungen auf VK genauso. Wir übertragen auch alle Direktübertragungen auch auf VK, genauso wie auf Vaughn, ja, ein Livestreaming-Portal, das nicht so bekannt ist, aber auch da Gott sei Dank zensurfrei. Und insgesamt sind wir also auf teilweise 6 oder 7 Plattformen parallel. Überall ist die Direktübertragung abrufbar bzw. ansehbar. Und jetzt kommen wir noch in das Social Media quasi. Ja, da haben wir hier VK, logisch. Ja, dann haben wir hier Rumble ist weg, das haben wir nicht. Twitter, ganz wichtig für uns. Und Twitter könnte auch noch interessanter werden, weil wir jetzt hier diesen blauen Button angehen. Na, hier ist Twitter, hier ist VK, hier ist Twitter, weil wir den blauen Button beantragt haben. Und ich gehe davon aus, dass er auch kommt. Und dann können wir auch auf Twitter 60 Minuten Videos, maximal 60 Minuten. Und da passen eigentlich alle drunter, außer einigen wenigen wie Salongespräch zum Beispiel oder längere Interviews. Aber die normalen Videos, die wir so auf YouTube und sonstigen Kanälen veröffentlichen, die haben jetzt selten länger als 60 Minuten. Und dann würden wir auch hier auf Twitter entsprechend unsere Videos nicht auf YouTube verweisen, sondern selbst eigens dort hochladen auf Twitter. Genauso wie jetzt hier nochmal mit Getter als Kurznachrichtendienst, ja, nicht nur als Livestreaming-Portal, sondern eben auch Kurznachrichtendienst. Und genauso VK als Social Media Plattform, wo wir unsere Ankündigung machen, wie bei allen anderen, und unsere neuen Videos vorstellen, also zumindest Bescheid sagen, dass es neue Videos gibt. Oder eine Direktübertragung ansteht quasi. Und Facebook, ja, Facebook ist allerdings jetzt ehrlich gesagt, ja, ich freue mich über jeden, aber Facebook ist jetzt nicht das Netzwerk, wo ich sage, ja, da lege ich den aller größte Bedeutung drauf. Auch da veröffentlichen wir, wann wir Direktübertragungen machen, beziehungsweise ob, wenn ein neues Video gekommen ist. Nochmal zurück zu unserer Netzseite digitaler-chronist.com. Da gibt es den Punkt, den Menüpunkt Hörbeiträge, und da kann man direkt auf der Seite den Hörbeitrag abrufen, beziehungsweise kommt hier auf Telegram, Apple Podcast, Amazon, Google Podcast und dieser, da überall veröffentlichen wir auch. Das sind nicht extra jetzt Hörbeiträge extra erstellt, sondern viele Videos, die dazu geeignet sind, oder auch Direktübertragungen, wie hier zum Beispiel mit Martin Sellner, wo wir überwiegend sprechen und man nichts sehen muss unbedingt, um jetzt den Inhalt verfolgen zu können. Diese Formate bringen wir auch als Hörbeiträge raus, auch Salongespräch zum Beispiel und so weiter und so fort. Und das könnt ihr hier entweder nachschauen und nachhören, besser gesagt, und auch natürlich jeweils auf den Plattformen hier direkt. Wer jetzt bei Apple zum Beispiel sowieso schon in iTunes dabei hat, der kann das dann auch hier direkt abrufen. Sind wir zu finden unter digitaler Chronist. Ja, liebe Zuschauer, das war's jetzt schon mal. Das wollte ich mal einfach mal zur allgemeinen Orientierung und Klarstellung hier mal veröffentlichen. Wir hauen das Video überall raus, wo es nur geht. Wir danken für die Aufmerksamkeit, fürs Zuschauen, Zuhören. Seid so gut, teilt, liked und kommentiert. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und wie gesagt, manchen mag das verwirren, dass wir auf so vielen Plattformen unterwegs sind. Für mich sage mir, ja, das hat sich gelohnt. Ja, das war eine richtige Strategie. Und ich werde das auch weiterhin so machen, auch wenn es mehr Arbeit bedeutet, ganz klar. Ja, du bist mehr beschäftigt. Es gibt leider da wenig Automatisierungen. Es gibt ein paar Querverbindungen, wo man auf YouTube was veröffentlicht, dann ist es automatisch auf Odyssey auch veröffentlicht. Aber das ist sehr, sehr eingeschränkt. Vieles muss noch per Handarbeit eingestellt werden, gerade die Direktübertragungen jedes Mal und so weiter. Aber ich mache es gerne, und weil ich auch sehe, dass es wirklich sinnvoll ist. Und in diesem Sinne, macht es gut, ihr Lieben. Hoffentlich geht alles in Erfüllung, was ihr euch so wünscht. Ja, das kann man immer wieder mal raushauen, und bleibt dabei, und wir machen einfach weiter. Danke euch. Servus nachher.
boah, mir kreist selber der Helm, ehrlich. Ich sag's euch, wie es ist. Ja, also manchmal blicke ich auch nicht durch, aber dann geht's wieder, wenn ich mir das dann alles wieder schön zurechtlege mit meinen Reitern hier, dann weiß ich wieder, wo ich bin. Ja.